Wir aus dem Nachbarprojekt namens The Restitution of Knowledge hatten die Ehre, mit dem Projekt Umgekehrte Sammlungsgeschichte zu kooperieren und zu dem Atlas beizutragen. Das Kapitel im Atlas, das ich verfasst habe, setzt sich mit der engen Verbindung zwischen Museen und Militärgewalt auseinander. Ebenso wie die Karte und die Liste aus dem Kapitel beruht es jedoch auf der Arbeit des ganzen Projektteams. In Museumsarchivalien, die zu Sammlungen aus Afrika gehören, stößt man immer wieder auf offensichtliche Verweise auf Gewalt. Zum Beispiel sehen wir hier den Archiveintrag zu einer Trommel, die sich im Rautenschrauch-Jos-Museum in Köln befindet und der Bevölkerungsgruppe der Bakoko zugeschrieben wurde. Hier steht ganz klar geschrieben, und ich zitiere, schwer zu haben, nur mit Gewalt zu erlangen. Zitat Ende. Allgemein finden sich in deutschen Museen Unmengen an Kriegsbeute. Auf dieser Seite der Erwerbungsbücher des Ethnologischen Museums Berlin aus Dezember 1907 sind ganze 6 Einträge berüchtigter Kolonialoffiziere zugeordnet, darunter Adolf Schipper, der von Richard bereits erwähnt wurde, Hans Glauning und Karl Adametz, die ich gleich noch näher thematisieren werde. Das Kernargument meines Beitrags lautet, auch wenn in den Archivalien explizit die Gewalt nicht immer explizit gemacht wird, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die meisten von Offizieren eingesendeten Besitztümer Kriegsbeute sind. Denn kolonialmilitärische Gewalt war in der deutschen Kolonie Kamerun an der Tagesordnung. Bisher allerdings fehlte eine systematische Übersicht dieses Gewaltgeschehens. Im Zuge des Projekts haben wir mit Hilfe des kolonialen Archivs hier 180 sogenannten Strafexpeditionen, Strafzüge, Gefechte und gewalttätige Patrouillengänge aufgelistet. Die Ereignisse sind von unterschiedlichem Aufwand, Länge, Umfang und Kontext, aber was die meisten davon vereint, ist, dass sie brutale Aktionen waren, sowohl gegen aktiven als auch gegen passiven antikolonialen Widerstand. Wie unser Kollege Sebastian Sprute oft betont und wie der tansanische Aktivist Nyakasuru Mboro bezüglich Ostafrika es genauso beschreibt, zeigt die Menge dieser Momente kolonialer Gewalt, dass die deutsche Kolonialzeit in Kamerun 30 Jahre permanentem Kriegszustand glich. Und das, was Sie jetzt auf dieser Tafel sehen, ist nur das von den Tätern dokumentierte Gewaltgeschehen. Das koloniale Archiv weist in der Tat erhebliche Lücken auf, wie zum Beispiel fehlende Gefechtsberichte. In deutschen ethnologischen Museen befinden sich bis heute viele, viele materielle Spuren einiger dieser militärischen Unternehmungen. Manche Verbindungen sind versteckt, viele jedoch klar und deutlich. Beispielsweise leitete Hans Glauning im Juni 1907 eine Expedition gegen die Bevölkerung von Tiben, damals Baliben genannt, und Wiedekum. Wie wir gerade im Erwärmungsbuch sahen, ging Ende desselben Jahres von eben jenem Glauning eine Sendung im Berliner Museum für Völkerkunde ein. Sie umfasste Besitztümer, die er direkt den Baliben und Wiedekum zuschrieb. Der Leutnant unter Glaunings Kommando, Karl Adametz, schrieb 7 Monate nach dieser Expedition dem Berliner Museum für Völkerkunde einen Brief. Und schamlos bekannte er, und ich zitiere, seitdem ich im Bameda Bezirk tätig bin, bin ich zu der Auffassung gekommen, dass das Sammeln gelegentlich einer kriegerischen Aktion vollständigere und ursprünglichere Resultate zeitigt als der Ankauf. Zitat Ende. Wir fanden in Archiven viele, viele solche Zitate. Einige sind auch in anderen Kapiteln des Buchs und im Bildheft nachzulesen. Sie weisen auf einen systematischen Mechanismus der Plünderung Kameruns hin, manchmal sogar unter aktiver Beteiligung der Museen, an der zerstörerischen Gewalt der sogenannten Schutztruppe in Form von Aufträgen zur Beschlagnahmung von Kulturgütern und Architekturelemente, wie Richard das erwähnte. Tatsächlich hier ein Beispiel, schrieb der direktoriale Assistent des Museums für Völkerkunde Berlin 1900, nachdem er Fotos von der Stadt Fontem gesichtet hatte, und ich zitiere, für den Fall, als etwa eine Strafexpedition unternommen werden sollte, würde das Königliche Museum ein sehr hohes Interesse daran haben, dass dieses Haus nicht etwa verbrannt wird. Es ist im wissenschaftlichen Interesse dringend erwünscht, dass wenigstens die mit Figuren beschnitzten Pfeile und Langbalken erhalten und nach Berlin gebracht werden. Zitat Ende. Für eine ausführliche Kritik dieses wissenschaftlichen Interesses und der Forschungsgeschichte des kamerunischen Kulturerbes in Berlin
lade ich Sie herzlich ein, den Beitrag von Benedikt Savoy im Band zu lesen. Ich wiederum argumentierte, dass angesichts solcher expliziten Zitate sich die mühsame, kostspielige Provenienzforschung für Hunderte von Museumskonvoluten erübrigt. Weil nun das Buch ein Atlas ist, hatten wir den Anspruch, die angegriffenen Ortschaften und Gemeinschaften auf eine Karte zu repräsentieren. Eine Auflistung der 180 Expeditionen würde offenbar den Platz für diese Liste sprengen. Deswegen haben wir in Absprache mit dem Kartografen Philipp Rekasiewicz eine Auswahl von 40 bedeutenden Militärexpeditionen der deutschen Schutztruppe in Kamerun getroffen, von welchen sich in deutschen Museen klare Spuren finden lassen. Die komplette Auflistung in Form einer Excel-Tabelle steht auf dem Repositorium der TU zum Herunterladen bereit. Wir laden Sie, Museumsleute, Forschende, die breitere Öffentlichkeit, aber vor allem kamerunischen Interessentinnen und Interessenten ein, sich diese Liste genauer anzuschauen und für ihre Zwecke zu nutzen. Da die Archivalien, auf denen diese Forschung basiert, gemeinfrei sind oder sein sollten, ist Transparenz für uns ein grundlegendes Prinzip. Wir hoffen, dass diese Grundlage vom Museum selbst und vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste proaktiv benutzt wird, um geplündertes Eigentum in Sammlungen klar zu markieren. Prominente Beispiele des kamerunischen Kulturerbes, die auch im Bildheft des Bandes abgebildet sind, stehen mit vielen dieser Expeditionen in direkter Verbindung. Beispiele sind hier links der berühmte Tange von Kumambambebel im Museum 5 Kontinente in München, der seit 1998 Gegenstand einer Rückgabeforderung ist. Und diesbezüglich lade ich Sie herzlich ein, den Beitrag von Prinz Kumandumbe III. Zu lesen. Die Perlhaube von Mabilla hier im Zentrum, Mabilla war einer der damaligen Herrscher der Djem, und eine Trommel aus dieser Gemeinschaft, die heute im Linnenmuseum in Stuttgart liegen. Hier ganz rechts eine Gedenkfigur eines Herrschers von Bamina, heute im Humboldt-Forum ausgestellt. Dann oben rechts das Kriegshemd, möglicherweise oder wahrscheinlicher des Wutefeldherrn Jimene, heute in Stuttgart. Und hier unten diese Figur aus Koyan, ein Dorf aus der Nähe von Banja, westlich Bafoussam, die heute im Landesmuseum Hannover ist. Die Zusammenarbeit unserer beiden Projekte hat es ermöglicht, dass der Zusammenhang der Makrogeschichte der Plünderung mit der Abwesenheit des kamerunischen materiellen Kulturerbes und den deutschen Museumssammlungen in diesem Atlas nachvollziehbar wird. Es wäre jetzt wünschenswert, wenn mehr Zugang zu dieser enormen Anzahl geraubter Besitztümer in den Depots gewährleistet werden könnte, vor allem für kamerunische AkteurInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen. So könnten leidenschaftliche Gespräche über eine lebendigere Zukunft für diese Schätze stattfinden. Denn, und das frage ich auch in meinem Beitrag, wozu hält man eine Trommel stumm? Wozu hält man einen Thron unbesetzt oder einen Türpfosten ohne Haus? Ohne Resozialisierung dieser Tanges, dieser Figuren, dieser Gottheiten, Instrumente, bleiben Museen, genauso wie Felix von Luschan sein Berliner Museum für Völkerkunde damals schätzte, und ich zitiere, als Denkmal für die Truppen. Ich will mit einer persönlichen Bemerkung enden. Ich habe in diesem transnationalen Team sehr viel über kamerunische Kultur, Küche, Sprachen, Geschichte und Politik gelernt und bedanke mich sehr herzlich bei meinen KollegInnen für diesen Austausch. Ich habe auch weiterhin gelernt, meine historische Verantwortung zu bekennen und auch dieses Gewaltgeschehen immer entgegenzuwirken. Und gleichzeitig war ich Zeuge davon, wie das Grenzregime Europas Geflüchtete, aber auch WissenschaftlerInnen aus dem afrikanischen Kontinent demütigte und entmutigte. Diese geraubten Figuren und Gottheiten dürfen seit einem Jahrhundert ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bleiben. Meine Freundinnen und Freunde hier kämpfen mit monatelangem Warten auf ein Visum oder einen Termin. Oder einen Termin bei der Ausländerbehörde.
wenn in der Zukunft weiterhin wissenschaftliche Partnerschaften stattfinden sollte, wie viele Museen sogar vorhaben, dann ist es an der Zeit, dass die Behörden sich neben der Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Restitution für eine willkommensorientierte Migrationspolitik einsetzen.